Man sieht ja, wenn man Erfolg ist, ist immer alles voll, und wenn man keinen Erfolg hat oder so ist, stehen wir halt da. Und ich glaube, vorher müsste man halt in Kärnten wieder einmal einen speziellen Klagenfurt die Vergangenheit bewältigen, um überhaupt an einen Neustart zu denken, weil alles andere ist meiner Meinung nach nur herumschustern, sage ich einmal, sagt man, und einen normalen ausdrücken. Und man sieht ja, so ähnlich aus, so ähnlich geht es ja jetzt zu. Für die alten Mitglieder und für die Verstorbenen, glaube ich, möchte ich noch mal eine Gedenkminute machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns. Polen, weil ich habe wirklich angenommen, aber es hat vor einer Woche oder fünf Tagen mit dem Massenverwalter hier gesprochen. Und da hat es jetzt wieder ein Gespräch gegeben mit dem Land und scheinbar auch der Stadt waren wir ja ein paar Mal in Kontakt. Und es sollte jetzt, die Verhandlung ist vertagt worden auf 21. März 2011, wo ich natürlich schon ein bisschen witzig finde, die ganze Sache. Nur ich glaube, jetzt ist das eingetreten. Die Mühlen wollen malen halt langsam und man sieht ja, das Häufchen wird immer kleiner, nur, also wie gesagt, die Vergangenheitsbewältigung, die wird so wie über Jahre hinaus bei anderen Sachen auch hier nicht anders werden. Irgendwann wird man sie nicht vor sich herschieben können, irgendwann wird man sie müssen erledigen. Und das, was mit dem Verein passiert ist oder was dem Verein zugestoßen ist, da will ich sicher alles daran setzen, bis zum Schluss die Lösung zu treffen, die von Anfang an vereinbart war. Und an der Lösung, glaube ich, haben jetzt gewisse Leute schon gesehen, weil es sind ja etwaige Sachen passiert. Und auch, sage ich, im Sportleben hat man ja gesehen, was eigentlich so eine Fusionen oder so eine Sachen, was in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren passiert sind, eigentlich bringen. Gebracht hat es einen Scherbenhaufen für alle. Und muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man diese Vergangenheit meiner Meinung nach nicht schnellstens bewältigt wird, dann gibt es ja gar keinen Aufwärts, weil Splittergruppen oder einzige Fantasiasten, so wie ich es auch damals war, werden es vielleicht kurzfristig schaffen, aber langfristig wird man in einem Bundesland keinen Erfolg haben, wenn man so arbeitet, so wie immer. Und es sind natürlich schon gewisse Leute jetzt wunderbar, dass da draußen einen Koloss von Rodos gibt, der irgendwo vielleicht bespielbar sein sollte. Und nur, es ist halt vor allem zu spät und meiner Meinung nach ist es jetzt so, wir gehen einmal davon aus, dass wir
diese Sachen, die auf den Papieren stehen, jetzt schon etliche begriffen haben. Und nicht jemand davon aus, ich kann da für mich reden, werde ich versuchen, das erste erklären, der ich derzeit nicht bin, dann muss ich Rechtssache auch genauso aufklären. Das wollte ich auch schon heute machen, auch noch der Verhandlung. Der Verein befindet sich im Konkurs und während des Konkurses bräuchte man auch keine Generalversammlung ausschreiben, weil in dieser Zeit der Masseverwalter der Führende dieses Clubs ist. Ich habe es aber von Anfang an so beladen, so gemacht und sogar den Herrn Masseverwalter danke, aber ich habe den Verein nicht im Stich gelassen und habe eigentlich meine ganze Arbeit zur Verfügung gestellt, um das akribisch durchzuarbeiten. Das war mit dem Herrn Masseverwalter nicht allzu einfach, weil, sage ich mal, das Interesse sehr begrenzt aber vorhanden war, sage ich mal. Und wenn man, sage ich, ein paar meiner Sachen gefolgt hätte, wäre es vielleicht viel schneller gegangen. Wenn man sieht, wie schnell wir die ersten Urteile gehabt haben und dann auf Spezialanwälte, sage ich, so wie auf Magister Vogel zu verzichten, war natürlich ein Fehler, wobei ich sage, es ist deswegen kein Fehler, es hat sich nur in den Gerichtsstand geändert, von Wien nach Klagenfurt oder von der Bundesliga zum Zivilgericht. Nur in Wirklichkeit, glaube ich, haben jetzt ein paar live gesehen, ich hoffe, dass es ernst ist. Das sage ich dazu. Und hat wieder, sage ich, gewisse Leute gedacht, haben, wir verzögern das Urteil noch einmal 3 Monate. In FC Kärnten macht das einmal am allerwenigsten aus, weil der FC Kärnten befindet sich in Konkurs und hat keine Kosten. Das sage ich einmal dazu. Das heißt aber nicht, dass der FC Kärnten nicht auf seine Kosten kommt, das sage ich einmal noch. Und genauso glaube ich, dass man in diesem Sinne jetzt wirklich diese Deadline angreift und sagt, okay, wie schaut es aus? Welche Erfolgsaussichten haben wir? Die Erfolgsaussichten sind ja derzeit, sage ich einmal, von allen Juristen bereits, glaube ich, 4 oder 5 Mal durchgekaut, wobei sie vor den Verhandlungen jetzt ein bisschen kritischer betrachtet worden sind, weil es doch Garantien zu geben scheint, die vielleicht doch wirksam sind oder doch nicht wirksam. Aber auf jeden Fall, das Einzige, was auf jeden Fall sicher vorhanden ist, ist ein schlechtes Gewissen von gewissen Leuten und dass die nicht ganz, sage ich, ganz ruhig schlafen können, glaube ich auch. Es würde ein gewisser Teil für diesen Betrag fehlen, wird dieser von mir bezahlt. Das Angebot habe ich schon bereits beim letzten Mal gemacht. Somit ist der FC Kärnten nochmal statutenmäßig als 90-jähriger Verein, wirklich 90-jähriger Verein, einmal, sage ich mal, hochzeitsfähig oder lebensfähig. Ganz einfach, so wie es auch damals im 90-Jahr-Feier gesagt hat. Und alles andere, glaube ich, müsste man sowieso im Gesamtpaket als Weiche stellen, um mit einem Team vielleicht irgendwo dann doch durchzustarten, dass da draußen im Stadion wieder mal nicht 2 Karten zu verschenken brauchen, sondern dass wir wirklich mal vielleicht wieder 1500 Mitglieder haben oder Abokäufer und vielleicht dann 4.000 oder 5.000 Zuschauer. Ich sage auch dazu, dass das auf meiner Person gar nicht hängt. Ich werde versuchen, diesen Zwangsausgleich zu erfüllen, werde sofort nach dem Zwangsausgleich eine Generalversammlung beantragen, so wie es in den Statuten steht. Der alte Obermann muss den Zwangsausgleich einleiten und ist verpflichtet, wenn der Zwangsausgleich erfüllt ist, eine Generalversammlung einzuberufen. Und da wäre, ob ich da im Wahlgremium dabei sein werde oder nicht, das steht überhaupt nicht zur Debatte, weil ich bin auch bereit, sämtliche Organe da zur Verfügung zu stellen. Wenn ich sehe, dass eine vernünftige Sache da ist und vernünftige Leute da das wirklich auf der Basis stellen können. Ich glaube, die Spielgemeinschaft St. André kann es nicht sein. Und, oder St. Stefan, Entschuldigung, wie das heißt, das merke man nicht einmal, weil in der Zeitung schreibt man immer aus der Klagenfurt. Sie merken wir das nicht. Und eine andere Freischung gar nicht. Vielleicht ist er klar, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass man dann unter dieser Sache neu durchstarten könnte und wirklich einmal alle an einen Strang ziehen würden und sagen, okay, das ist jetzt die neue Basis für uns. Weil ich glaube, ich habe sehr lange Zeit einen Club geführt mit sehr begrenzten Mitteln und mit sehr viel Einsatz. Und es kommt immer wieder das Gleiche aus. Ich glaube, das brauche ich euch Journalisten nicht erklären. Wenn es in die höheren Sphären geht, dann gibt es diesen Sponsor in Kärnten halt leider nicht, der
Heute sagt, ich garantiere das Budget, also müsste man sich schon was anderes einfallen lassen und dann eine Tausendschaft zu machen oder was ich das und das. Ich will aber keinen Menschen kritisieren, weil ich weiß, wie schwer das ist, aber in Wirklichkeit ist es alles für die Fische, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist so. Und deshalb glaube ich, wir haben ja Vorgespräche damals in der Stadt einmal geführt und das war sehr lukrativ mit allen politisch Verantwortlichen. Bevor diese Spielgemeinschaft St. Stephan Lösung gekommen ist, die Stadt hat eben diese Variante gewählt. Okay, hat sie gedacht, das ist die billigste. Ich habe sie dann gesagt, das wird die teuerste werden, bis wir fertig sind. Und das wird dann etwa auch so kommen, so wie einmal. Weil der FC Kärnten wird auf seine Ansprüche nicht verzichten. Und ich habe da was Angebot gelegt. Das glaube ich, wenn man diese unter Klammern diese offene Forderung weggerechnet hätte, wäre sie billiger gekommen, diese Lösung. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man den Sport endlich einmal im Vordergrund halten und die Vergangenheit kannst nur wegräumen, damit der Sport einmal im Vordergrund kommt. Jetzt haben die Journalisten leider nur die Möglichkeit, dass sie über Anstreit, über das oder das und vielleicht über die Regionalliga schreiben. Vielleicht kommen auch wieder in bessere Zeiten, dass man mehr über Fußball schreiben und nicht über Personen und Streitereien. Das war mein persönlicher Wunsch fürs Christkind, sage ich. Und wie wir alles daran setzen, dass wir den Zwangsausgleich erfüllen.